Mein Name ist Olaf Koschnitzki, bin 39 Jahre alt und bin seit dem 01.01.2013 hier in Pulheim Geschäftsführer der Stadtwerke. Ich stelle heute zwei Elektrofahrzeuge vor. Sagen Sie mal was zu den Autos. Ja, wir möchten gerne weiterhin in der Elektromobilität investieren. Und wir sind seit geraumer Zeit, führen wir eine gute Kooperation. Etwas lauter. Bezüglich der Elektrorollers und auch der Elektrofahrräder. Und dann ist es eigentlich nur noch eine Schlussfolgerung, dass wir auch die E-Mobilität bei den PKWs einführen. Und wir haben jetzt hier, präsentieren wir zwei neue Fahrzeuge der französischen Marke Mega. Und mit diesen beiden Fahrzeugen möchten wir gerne hier in der Stadt Pulheim, insbesondere in den Ortsteilen von der Stadt Pulheim, aktiv werden und eine mobile Tarifberatung anbieten. Das heißt, Sie werden diese Fahrzeuge nicht als Vertrieb anbieten, sondern das sind wirklich Probefahrzeuge, die hier gezeigt werden. Genau, wir werden das einerseits für die Mitarbeiter der Stadtwerke Pulheim nutzen, die dann dort eine gewisse Präsenz auf Wochenmärkten oder auch in persönlichen Gesprächen bei den Kunden halt durchführen. Wir aber auch anbieten unseren Kunden oder Meinungsbildern, die dieses Auto als Probe nutzen. Die können also hierher kommen, die Kunden, und können hier fahren. Genau. Auch selber. Auch selber. Das ist ja schon mal ein riesengroßer Vorteil. Elektrofahrzeuge gibt es hier in Pulheim noch kaum oder gar nicht. Ja, ist also zumindest eine ganz neue Sache. Ist das ein leistungsfähiges Fahrzeug? Vier Personen? Genau, es hat ein leistungsfähiges Fahrzeug. Die Spitzengeschwindigkeit liegt allerdings bei 60 km/h und die Reichweite ungefähr bei 80 km, sodass es eigentlich sehr gut nutzbar ist in der Stadt. Und diese Fahrzeuge werden natürlich hier an der Elektrotankstelle der Stadtwerke aufgetankt. Die werden hier getankt nach unserem Ökostrom. Label GSL, grüner Stromlabel bedeutet dies. Und damit leisten wir halt einen effizienten Beitrag zur umweltschonenden Maßnahme Richtung Energieressourcen.